Hallo, es geht weiter mit Final Fantasy 15. Das letzte Mal haben wir gegen einen Riesen gekämpft, voll easy. Und jetzt reden wir mit einem Hund. Ob er eine Nachricht für uns hat? Was nun? Hinterher. Oder wir reden auch nicht mit einem Hund. Los, Umbra. Führe uns. Irgendwo hin. Es geht irgendwo hin, wo er hingeschissen hat und zeigt es uns bestimmt. Gentiana! Der Kristall hat seine Wahl getroffen. Vor dem Erwählten des Lichts liegt die Segnung durch Ramu. Geebnet wird ihm der mühsame Pfad von der Kanagi. Von Luna? Wo ist sie jetzt? Im Auge des Sturms. Nach der Segnung wartet sie mit dem Ring auf den Erwählten des Lichts, wo das Wasser herrscht. Beeile er sich. Das war eine der Emissäre. Wie Luna ist sie eine Art Medium für die Götter. So langsam wird mir das eine Nummer zu göttlich. Dogo. Dank dir habe ich die Tanzszene gehalten. Warum ist da ein Zeitlimit drauf? Verschwindet der Hund oder was? Richte Luna aus, dass es mir gut geht. Und dass ich bald bei ihr sein werde. Die Götter gaben den Menschen den Kristall, damit er ihnen Wohlstand bringe. Aber warum steht er denn bei uns in Lucis? So hilft er den anderen ja überhaupt nicht. Weil der König ihn schützen muss. Nur er ist dazu imstande. Der König? Also mein Vater? Ja. Wow, das habe ich nicht gewusst. Eines Tages, wenn der wahre König erwacht, erhält er die Kraft. Damit dies geschehen kann, haben Lucis Könige ihn seit Jahr und Tag verteidigt. Der Kristall hat mich gewählt, oder? Ja, nur der vom Kristall erwählte wahre König vermag jene zu strafen, die die Sterne vernichten wollen. Aber wie soll ich das denn schaffen? Mit meiner Hilfe. Ich bin doch die Kanagi. Echt? Die Kanagi hat den König zu unterstützen. Echt jetzt? Also gut. Die Bösewichte werden sich wundern. Bestimmt. Der König schenke ihr Gehör. Diese Stimme wird den König geleiten. Berstendes Grollen und gleißendes Licht verbinden Himmel und Erde. Der König muss den Sturm bezwingen. Ramu-Sing! Noctis muss sich eine weitere Strahlkraft aneignen. Berührt die drei Steine Ramus, die in der Region Duskai verteilt sind. Auf dem Rücken eines Chocobos lassen sich die langen Strecken besser bewältigen. Oh. Wenn Luna Freya den Ring aufbewahrt, also treffen wir sie in Altissia. Ja, wir brauchen ein Boot. Vielleicht sollten wir es in Kaim versuchen. Okay. An den geheimen Docks? Möglich. Ich frag mal Iris. Okay. Und, was machen wir dabei? Wir suchen den Donnergott. Neuer Tag, neuer Gott. Okay. Quest. Oh, willkommen. Du bist doch der Freund dieses quirligen Fotografen, oder? Fotograf? Ja, wieso? Ich würde gern Fotos in Auftrag geben. Oh je. Von was? Von wilden Chocobos. Die sind eigentlich heimisch hier. Aber in letzter Zeit sieht man keine und das macht mir Sorgen. Verstehe. Geht klar. Vielen Dank. Ich kann leider nicht selbst auf die Suche gehen. Schließlich muss ich meine Tiere versorgen. Hoffentlich habt ihr Erfolg. Easy. Füge aus Rande und Band.
Okay, den ersten Steinrahmen muss berühren. Ja, Recht schönen Tag. Hallo. Huch, Fütterung. Ach so, ja, hier kann man. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Chocobo Ranch. Name, Farbe, mit. Aber ich will doch. Nicht jetzt. Vielen Dank für deinen Besuch. Wo mache ich das? Hier. Ich würde gerne einen Chocobo mieten. 1, 2, 3, 4. Aber 4, warum nicht? Das ja. So, was soll ich sagen? Woo! Moment. Doc, was hast du denn mit dem Besitzer der Ranch beredet? Er hätte gerne Fotos von wilden Chocobos. Oh, großartig. Genau mein Metier. Das nenne ich Arbeitseifer. Wilde Chocobos? Die sind bestimmt ziemlich scheu. Ja. So, fuck. Verdammt, ich wollte irgendwas sagen. Aber erstmal soll ich auf die Karte schauen. Nebenquests und so. Sollte ich bald mal anfangen, ein paar zu machen? Kann ich hier einfach... Da wäre ich nicht durch, oder? Bin ich da durch? Nee, da war ja... Moment, noch auf die Karte schauen. Hä? Ich bin verwirrt. Ich geh einfach mal in die Richtung. Oh shit, was bist du? Erst Titan, jetzt Ramu. Ganz schön anstrengend. Alles klar, tschüss. Luna ist es sicher noch anstrengender. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann befindet sich Luna in großer Gefahr. Okay. Also, Yo! Wie weit ist es? Diese verdammt. Die spawnt einfach in die Gegend rein. Das macht mir Angst. Da war auch übrigens gerade ein Item. Goddammit. Fuck, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Jedes Mal, wenn ich irgendwas sagen will, kommen die mit irgendeinem anderen Gespräch. Ich bin einfach ruhig, ja? Nein, keine Ahnung. Da oben! Feinde! Was? Danke. Och nee. Keine doofen Robot-Cops. Warum hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa eine Göttin? Eher eine Art Botin im Auftrag der Götter. Wow. Ja. Schön. Ich summe einfach nur zur Musik dazu und so. Und dann fühle ich mich toll. Ja. Huch. Oh, Quest. Sehr schön. Da gibt's was zu tun. Eigentlich könnte Chocobos ja mitkämpfen, oder? Erstmal absteigen. Danke. Schauen wir mal. Bald kleiner. Ob die da auch drauf Bock haben. Erstmal. Boom! Papa! Fatz! Seid mal Level 10! Und was machen wir aus dem? Aber irgendwie haltet ihr doch ganz schön viel aus. Wahrscheinlich von hinten angreifen. Na gut, die halten noch mehr aus. Also, ja, oh, doch schon ganz schön viel. Fatz! Abgesehen von Magie. Aber gegen Schwerter halten ganz schön viel aus. Boom! Aua! Auch Element! Und Angriff! Fatz! Fatz, zertrümmert! Da, habt ihr es gerade gesehen? Ich habe gerade perfekt pariert! Yo. Ich bin der Perfekt-Parierer! Meine Magie ist übrigens jetzt schon weg. Stand da nicht irgendwas mit 99 oder so dran? Ich muss echt mal schauen, wie das mit der Magie funktioniert, ey. Hui. Wieso konnte ich jetzt nicht parieren? Wie fies. Jetzt aber. Und... Griff! Und jetzt Gladio! What? Pow! Immer schön! Fatz und... Tschüss! Ah gut, okay, nicht ganz tschüss. Die halten doch echt verdammt viel aus. Das ist krass. Da kann ich mal... Ich wechsle mal zu der Waffe hier. So, da... Moment. Oder? So! Nochmal Angriff! Fatz! Ich weiß nicht. Irgendwie, diese Königswaffe ist ziemlich scheiße.
Immer noch. Ich habe so coole Special Boosts mit denen, aber die machen gar keinen Schaden. Warum will ich die benutzen wollen? So, was? Oh, hallo. Markier mal kurz. Los! Fatz, 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 fatz! Au! Und tschüss. Ey, was? Prompto hat's erwischt. Wie das? Wo bist du, Prompto? Er wurde wieder belebt. Gut. Alles gut! Wow! Erleben wir unser Essen. Fatz! Alles okay? Hey, Nox. Und Quest geschafft. Müssen wir sie nur noch abgeben. Das ist es. Was hast du, oh? Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Sehr schön. So, Chocobo. Das war so. Easy. Hallo. Also dann? Es fängt wieder damit an. Krass. Egal. Ja, Kämpfen im Spiel macht schon Spaß. Nur es ist ziemlich stark chaotisch. Was machen die denn da? Huch, Das sind irgendwelche Heinis? Aber da muss ich auch hin. Ne? Die sind doof jetzt, hä? Ja gut, dann gehen wir den halt einfach mal auf die Fresse, würde ich sagen. Hallo! Ey, der wehrt sich ja. Der darf sich nicht einfach so wehren. Und Fatz! Scharfschütze! Weg mit dir! So, die können sich überhaupt nicht wehren, wenn sie einzeln sind. Was gelernt? Einfach draufhauen! Keine Ahnung! Ich weiß, ich kann echt gut Button smashen. Fatz! Au, wo kommt der denn her? Piss dich! Oder sonst noch jemand? Das war's jetzt, oder? Easy. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Ja. Goddammit. Immer diese Robocops. Schlimm mit denen. So, hier ist auch irgendwo anscheinend ein Item. Oh. Ja, geil, Alpha Stoßzahn. Super, der ist bestimmt wichtig oder sowas. Bestimmt. Ich sollte auch gar nicht oben lang gehen. Unten ist wahrscheinlich so ein perfekter Durchgang. Ich mache mir das gerade nur ein bisschen schwerer. Oder auch nicht. Doch, doch, gut. Alles super. Hm? Verdammt. Was soll das? Was soll was? Iris? Geht nicht ran. Versuch's halt nochmal. Halb. Ich jetzt kurz machen will. Magie. So. Ja, nochmal so was mega krasses machen. Wo eigentlich von allem Shit drin ist. Ach, Sunai 2. Schauen wir mal. Wow. Puh. Ausrüsten. Hier. So, okay, ich hab's gerade gesehen. Dreimal kann man es einsetzen und dann ist es schon weg. Dann müssen wir mal schauen. Aber die sind auch ziemlich stark. Also so Magie, hey, haut schon rein. Okay, erstmal der erste komische Stein. Was auch immer. Berühren. Gleich berühren. Erfreulich. Der Prinz genießt rasch. Wer? Gentiana, eine Emissärin. Hat der Prinz von uns gelesen? Ja, aber eigentlich weiß ich nur, was Luna mir erzählt hat. Luna Freya. Ja, Luna... Schön, dass Sie sich gut verstehen. Der König und die Kanagi müssen stets eine Einheit bilden, um diese Welt vor dem Dunkel zu bewahren. Hey, die haben die Augen aufgemacht. Das war Gentiana in Tenebrae. Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten.
Ins Auge des Sturms möge er schreiten, um die Gaben zu empfangen. Alles klar. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder. Also Assis. Er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Drüber hüpfen. Was ist? Wieder Kopfschmerzen? Ich habe Gentiana gehört. Hatte sie eine Nachricht von den Göttern? Ihre Stimme hat die gleiche Wirkung auf Nockt wie die Titans. Vielleicht ist sie ja ein Titan. Ich hab noch nicht. Ich weiß. Habt ihr schon mal gemessen, wie groß sie ist? Wer weiß. Die Götter aus ihrem Schlaf. Hallo. Tschüss. Den König mit ihrer Kraft zu segnen. Naja. Was ist? Hörst du sie wieder? Ja. Luna weckt die Götter. Okay. Oh, Moment. Was ist das hier für eine Hütte? Hm. Ist ein Item? Vielen Dank. Weißsteinmineral. Hallo? Wie, da kann ich nicht. Was soll das? Die können da nicht einfach eine Hütte reinstellen. Oh. Die stellen einfach eine leere Hütte hin. Ich darf nicht mal rein. Wie fies. Ich will auch gar nicht. Ich will jetzt eigentlich. Wisst ihr was? Wir kämpfen doch gegen die Heinis da oben. Und danach beenden wir die Folge. Weil wirklich da ist noch hinzurennen. Ich weiß nicht, was da noch passiert so alles. Machen wir dann in der nächsten Folge. Ist Gentiana denn ein Mensch? Nein. Die 24 Emissäre sind göttliche Geschöpfe. Sie haben eine ähnliche Funktion wie Luna. Die Götter brauchen sie, um mit uns zu sprechen. Hm. Also so eine Art Kanagi. Nur heiliger. Na, ich weiß nicht. Egal. Erstmal auf die Fresse geben. Hey! Scharfschütze! Scharf! Totschütze! Bringt es uns nichts. Oh, nicht, ey, ganz ruhig. Genau. Nicht Pau! Pau! Und der nächste? Fatz! Man merkt vielleicht, dass ich einen Skill geskillt habe, der meinen Schaden durch diese Sprintangriffe erhöht. Merkt man doch ein ganz klein bisschen. So, gut, das war's dann. Okay, kurz noch Chocobo rufen. Hallo. Komm schon. Also dann. Und dann würde ich jetzt mal sagen, ist eine etwas kürzere Folge, dafür war die letzte ja relativ lang. Und ja, nicht vergessen, Discord-Server in der Beschreibung, voll toll. Bla bla bla, abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.